Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Weitblick, die Welt von innen, diesmal vom Tag der Weltkirche in Bamberg. Dort trafen neulich auf Einladung von Kirche in Not Menschen aus aller Welt zusammen, um gemeinsam zu beten, aber auch um Fragen zu erörtern, die die Not vieler Menschen etwa in Afrika widerspiegeln und die Not auch von Mutter Kirche ist. Exemplarisch für die Situation, für die Notsituation sind Länder wie Sudan und Nigeria, weil dort ein aggressiver Islam es den Christen schwer macht, in Eintracht mit den Nachbarn zu leben. Aus diesen Ländern sind unsere Gäste gekommen, aus dem Sudan Kardinal Zubeir Wako und sein Weihbischof Daniel Marco Kur, aus Nigeria Francis Obiora Ike. Die Übersetzung für diese Podiumsdiskussion besorgte Birgit Winter, es moderierte Berthold Pelster. Afrika, das ist das Land, wo unser Herr Jesus Christus seine früheste Kindheit verbracht hat, und zwar als Flüchtlingskind in Ägypten, in jenem Land am Nil. Wenn man dem Nil weiter folgt, flussaufwärts Richtung Süden, dann kommt man in den Sudan. In keinem anderen Land dieser Erde gibt es heute so viele Flüchtlinge wie im Sudan. Herr Kardinal Wako, Sie selbst wurden als junger Priester aus dem Land vertrieben, waren dann einige Jahre in Rom tätig und sind später zurückgegangen in den Sudan. Seit 25 Jahren sind Sie Erzbischof der Hauptstadt des Sudans, Erzbischof von Khartoum. Vor etwa 3 Jahren hat Papst Johannes Paul II. Sie zum Kardinal ernannt. Sie sind damit einer der ganz wichtigen Fürsprecher für den afrikanischen Kontinent in der katholischen Weltkirche. Die erste Frage, die ich Ihnen stellen möchte: Warum gibt es so viele Flüchtlinge im Sudan? The problem of refugees in the Sudan is started quite a long time ago, because we had already had problems in the Sudan in the 50s, when actually those who considered themselves the victims of the situation in the Sudan decided to take up arms and to fight against the system in the hope of changing the whole thing. And instead, of course, it turned out into a war which scattered so many people from the southern Sudan and caused so much trouble. And that went on from the year 1955 until the year 1972. Also, er sagt, dass das Flüchtlingsproblem im Sudan schon eine ganz lange Geschichte hat. Das begann bereits in den 50er Jahren. Er nennt das Jahr 1954, als sich bereits Aufständische oder Menschen formierten, die für ihre Rechte gekämpft haben, wo dann auch ein Krieg begonnen hat, der zunächst mal bis 1972 dauerte. And after 1972, there was a period of calm. Although it disturbed the kind of calm, but then there was some calmness. People who were refugees during the war from 1955 to 1972 tried to settle in their own places and to start a normal way of living. But then in 1983, another war broke out, and this is what carried us into this century, that until the year 2005, the war still went on. And the repercussions of the war have continued in the life of our people, that both within and outside the Sudan, Sudanese are there always as refugees or displaced people, and the situation has not yet been solved. Im Jahr 1972 folgte dann eine eher ruhigere Zeit. Es gab also keinen Krieg nach dem langen Krieg von 55 bis 72. Die Leute begannen sich eigentlich wieder niederzulassen in ihrer Heimat. Aber dann begann 1983 der große Bürgerkrieg, dessen Folgen wir heute noch tragen, der bis 2005 gegangen ist und über dessen Folgen und dessen Wunden das Land heute an sich trägt.
Herr Kardinal, was waren denn die Ursachen dieses Bürgerkrieges? Well, those the military wings of this of the movements during the war always contained the word freedom. It was a struggle for freedom, and particularly for certain group of people in the Sudan, the freedom for the African tribes. But the first group of African people who became very much aware that they were really being being oppressed were the group in the southern Sudan. And those wanted equality, wanted better chances for developing themselves and developing their areas, wanted freedom to develop their own cultures and their languages, wanted freedom to live their religion. Even if those who practiced the African religion did not rise against the government at that time, but at least those who were Christians knew that the government of Khartoum wanted to suppress Christianity and to impose Islam. And it is there in the imposition of Islam that the members of the African religions walked to the side of the church as the only people who were defending what was their cultural treasure and the cultural manner of life to stop the Muslims from imposing Islam on them indiscriminately. And of course, now people still see the sign of it in the problems around the extraction of oil, much of which is in the south of the Sudan, but which the government in Khartoum holds, I could say, almost 100% control of it, so that even international agreements that have been made for equal distribution of the revenues of the oil are not being respected, which just means that these people are preparing for another war. Wir müssen jetzt mal eben die Übersetzung nachliefern. Ja, also ich versuche jetzt mal von hinten, rolle ich das mal so ein bisschen auf. Also er hat halt gesagt, zunächst einmal 1983 war der wichtigste Grund eigentlich, dass die islamistisch ausgerichtete Regierung in Khartoum versuchte, die Scharia, also das islamistische Gesetz, auch auf den Südsudan zur Anwendung zu bringen, wo die Mehrheit der Bevölkerung Christen sind, beziehungsweise Animisten sind, also den afrikanischen Naturreligionen noch anhängen. Es gab immer, also auch schon von 1955 an, eben Befreiungsbewegungen. Diese Befreiungsbewegungen hatten aber auch einen militärischen Arm. Und dieser militärische Arm hat dann, also der militärische Flügel sozusagen, der hat dann eben 1983 begonnen zu rebellieren und hat gesagt, das waren zunächst einmal christlich inspirierte, also die christlichen Gruppen, die gesagt haben, aber wir möchten nicht hier islamisiert werden, wir möchten unseren Glauben, unsere Kultur behalten. Denen haben sich dann auch die animistischen oder die Gruppen angeschlossen, die also noch zu den afrikanischen Naturreligionen mehr Zugang haben. Und dadurch kam es dann zu diesem Bürgerkrieg, weil eben die Regierung in Khartoum versucht hat, die gesamte islamistische Gesetzgebung den Christen und den Naturvölkern aufzudrücken. Und die eben gesagt haben, aber wir möchten unsere eigenen Rechte, wir wollen dieselbe Gleichheit, wir möchten das Recht haben, unsere Religion so auszuüben. Neben der religiösen Komponente gibt es aber auch natürlich eine wirtschaftliche Komponente. Denn wie Sie vielleicht wissen, der Sudan hat also auch sehr viele Erdölreserven und die Regierung kontrolliert praktisch 100% aller Erdölreserven, die vor allen Dingen auch, soweit ich das verstanden habe, im Süden zu finden sind. Und damit üben natürlich auch die eher arabischstämmigen islamistischen Regierungsvertreter üben damit auch eine große wirtschaftliche Macht aus, haben auch wirtschaftliche Vorteile, während die anderen praktisch immer arm bleiben und dann natürlich auch aufgrund der wirtschaftlichen Benachteiligung angefangen haben zu kämpfen. Und er sagt, auch gerade aufgrund dieser wirtschaftlichen Gründe hat er so das Gefühl, es ist auch wieder ein Krieg oder es sind wieder Revolten im Kommen, weil eben die wirtschaftliche Lage immer noch nicht geklärt ist, die Regierung auch weiterhin die absolute Kontrolle über die Bodenschätze hält. Meine Frage an Sie, Herr Weihbischof Advok, wie stark ist der Einfluss Saudi-Arabiens auf den Sudan? I would like to begin immediately to say that there has never been a legislation which was democratically passed in the Sudan, approving Sudan
of being an Islamic state. Sudan has never been democratically made Islamic state. Der Sudan hat niemals eine demokratische Gesetzgebung gehabt. It is true that the majority of the population, I would say about 60 or 64% of the Sudanese people are Muslims. But the issue of Islam has been always throughout history since independence, has been on the agenda of the ruling party to Islamize the country, and it was for a purpose. Es ist wohl richtig, die Muslime bilden tatsächlich die Mehrheit unseres Landes, also er schätzt etwa zwischen 60 und 64%. Aber es war immer das Anliegen der Moslems gewesen, das gesamte Land zu islamisieren. Islamizing people of non-Arab ethnicity and Arab culture and Arab language is another subjection, subduing them to the control of Islam and for that matter also the political and economic control of the people of the South. And that was the main purpose of the tendency from the North to Islamize the South. Und der Hauptzweck eigentlich des Nordens, der eben versucht, weiterhin versucht, den Süden zu islamisieren, ist eben, dass er diesen Süden unterdrücken will, dass er wirklich Kontrolle über den Süden gewinnen will. Der Sudan ist also ein Land, in dem zwei verschiedene Kulturräume aufeinanderstoßen, aufeinanderprallen. Die arabische Kultur und die ursprüngliche afrikanische Kultur. Welches Gesicht hat denn der Islam im Sudan? I am a bit rather sensitive on the word tolerance. I would like to use the word coexistence because we affirm ourselves as either citizens of one country, citizens, children of God, and affirming the fact that each and every individual has the right to exist in this world. And therefore, I will not tolerate a Muslim staying near me, but I will coexist with him because he or she has also the right to exist. Ich reagiere auch etwas allergisch auf das Wort Toleranz. Denn es ist ja so, ich würde das Wort Koexistenz vorziehen. Denn es ist so, wir sind beide, die arabischstämmigen, die afrikanischstämmigen Völker, wir sind beide Bürger dieses einen Staates. Wir sind alle Kinder Gottes, wir sind alle Individuen, Menschen mit unseren eigenen Rechten. Und ich kann nicht sagen, ich toleriere meine islamischen Brüder und Schwestern, sondern mit ihnen zusammen lebe ich in diesem einen selben Staat, der unsere Heimat ist. Now, the Saudi Arabia is the grantor of the Islamic culture and religion in the Middle East, in the Gulf countries. And it is the Sunni, they are the Sunni Muslims, and they are the ones who preserve the holy places in Mecca and so forth. But also, Saudi Arabia has a program, not only Saudi Arabia, but practically all the Arab countries in the Gulf. After the discovery of the oil in the 70s, the first thing they put in mind is that this oil is a gift of God, which now it has to advance the cause of Islam in the world, and especially in Africa, south of the Sahara. Also jetzt in Bezug auf Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist ja tatsächlich sozusagen die Vigo, der große Bewahrer des Islam in Afrika. Es ist das größte Land natürlich. Es ist auch das Land, das die heiligen Städten wie jetzt Mekka eben auch beherbergt. Und Saudi-Arabien ist ja auch deswegen ein reiches Land, weil es eben Erdölvorkommen hat, wie auch verschiedene andere Länder. Und von Anfang an wurden diese Erdölvorkommen gesehen als ein wirkliches Geschenk Gottes, sozusagen an die Muslime, um die Sache des Islam vorwärts zu bringen, vor allem auch in den subsaharischen Ländern. In Nigeria haben wir ein ganz ähnlich gelagertes Problem wie im Sudan.
Auch Nigeria liegt im Grenzland der Religionen, so ja der Titel unserer Veranstaltung. Auch dort haben wir im Norden eine stärker islamisch geprägte Kultur und im Süden eine stärker christlich bzw. traditionell afrikanisch geprägte Kultur. Herr Prelat Ike, wie ist die Situation in Nigeria? Gelingt es dort besser, dass die friedliche Koexistenz, um diesen Begriff wieder aufzugreifen? Ich bin erstmals in Bamberg und ich finde diese Stadt sehr schön. Also nicht nur sehr schön, sondern auch die Menschen hier. Man sagt mir, die Leute gehen nicht zur Kirche. Bamberg, der Dom war voll. So, woher kommen dann diese ganzen schlechten? Es gibt gute Nachrichten hier. Und noch dazu, die Sonne scheint in Bamberg. Und nicht nur, so viele andere Sachen, dass dieser Saal, wo man meint, es wird nicht voll, Saal ist voll und vielleicht, wenn man die Tür aufmacht, kämen auch noch weitere Leute herein. Was heißt das? Die Welt ist schöner, als wir das zu sehen vermögen. Gott hat diese Welt so schön gemacht. Und Gott hat uns Menschen so viele Geschenke gegeben. Gott hat die Welt so friedlich geschaffen. Haben Sie je einen Baum gesehen, was mit einem anderen Baum streitet? Nur das Wort, was Eminenz benutzt hat, wo er gesprochen hat, Freiheit. Freiheit. Freiheit geht mit Verantwortung. Entweder muss man das richtig verwenden oder man missbraucht es. Und das ist das Problem, was wir als Afrikaner leider von Europäern haben wir so viel gelitten. 500 Jahre Sklavenhandel, 100 Jahre Kolonialismus und heute ein fortdauernder Neokolonialismus, was man manchmal Globalisierung nennt. Und das ist traurig, weil damit verbunden sind die Verachtung der Menschenrechte, die Ausbürgerung von Menschen überall in der Welt, dass meine Mitbrüder und Schwestern zu Fuß und in Containers nach Deutschland kommen, im Winter zu leben, als Asylanten, wo sie doch ein schönes Land in Afrika haben. Warum müssen Menschen Flüchtlinge sein? Menschen sind Flüchtlinge, weil es nicht so gut ist in ihrer ursprünglichen Heimat, wie es sein soll. Grund, weil Menschen ihre Freiheit missbraucht haben. Und jetzt kommt die andere Seite. Also eine westliche Kolonisation auf der einen Seite, was allmählich in neuer Zeit sich aufgibt und neue Thematik, neue Worte benutzt. Auf der anderen Seite ist die Arabisierung. Aber die Arabisierung lässt sich nicht belehren. Die Arabisierung hat noch nicht eine Reformation hinter sich. Islam ist genauso wie damals, wie am Anfang, so auch jetzt, aber nicht alle Seiten. Warum? Koran wird nicht interpretiert. Mohammed hat gesagt, Allah hat gesagt, die Sache ist fertig. Aber wenn Paulus schreibt im Neuen Testament, Frauen sollen den Kopf in den Kirchen zudecken, dann sagen wir, ja, das war damals. Die Katholiken machen Exegese, dann machen wir Interpretation, ja und was und wie und aber er hat es nicht so gemeint. Und die Übersetzung vom Griechisch in Hebräisch war falsch. In Deutsch heißt es, Frauen könnten. Das heißt, wir können unsere Bibel irgendwie exegetisch auch. So, die westliche Gesellschaft hat die Fähigkeit bis jetzt gezeigt, Fortschritt hereinzubringen. Arabisierung hat es nicht gemacht. Und Islam hat es noch nicht gemacht. Und das ist das Problem sowohl in Sudan als auch in Nigeria. Ich bin im Norden geboren, im Norden des Landes. Der mich getragen hat für die ersten 10 Jahre meines Kindes, war ein Muslim. Ich habe unter den Baobab-Bäumen in Nordnigeria, in Gusau und in Sokoto, Arabisch gelernt. Ich habe Koran gelesen. Ich spreche Hausa. Ich ging zu Schulen, wo christliche und mohammedanische Kinder hereingespielt haben. Aber die Welt sah irgendwie noch unschuldig, bis die Politisierung der Religion begann. Wenn man Religion instrumentalisiert für politische Zwecke, dann sehen wir das, was bei uns passiert. Und deswegen gab es einen Krieg in Nigeria? Ich war ein Flüchtling 3 Jahre. Ursache des Krieges war sinnlos, weil es gibt keinen Grund für einen Krieg. Dennoch gab es einen Krieg. Bilanz über 2 Millionen Menschen. 70% davon Kinder vom Hunger. Sie wissen vom Biafra-Krieg. Viele Erwachsene hier. Aber nicht nur das. In neuester Zeit, Nigeria, 3-mal Deutschland in die Fläche, Breite
oder sagen wir Deutschland, Frankreich, Benelux-Staaten und Liechtenstein als Zugabe. Das ist die Fläche von dem Land. 140 Millionen Menschen. Und das ist konservativ geschätzt. Weil unsere Leute lassen sich nicht zählen. Sie sagen, sie sind nicht Kühe, die man zählt. Und wenn der Volkszählung kommt, Leute laufen in den Bergen und verstecken sich zu Hause. Und kommen heraus, wenn man eine afrikanische Frau fragt, wie viele Kinder haben sie? Deutsche, verstehen Sie, das ist eine Beleidigung. Man fragt, man zählt nicht Menschen. Menschen sind Geschenke Gottes, sie werden einfach geboren. Deswegen ist es uns eckelig, wenn man uns sagt, eine Familie, zwei oder drei Kinder. Dann fragen wir, wer ist dieser Mensch, der uns sagt, wie viel Gott uns geben soll? Menschen werden geboren, zu leben und zu sterben und Gott zu dienen. Also diese Situation, wo in Nigeria aufgrund dieser Arabisierung, Arab, wichtig, Saudi-Arabien, Islam, Hauptstadt und noch dazu eine Monarchie, ein islamischer Staat, Theokratie, die verbreitet sich in dem Arabischen, verflechtet sich mit Geschäften und geht dann vom Land zu Land. Das ist das, was wir in Nigeria erfahren. Das 12 Bundesländer in Nigeria, die Scharia jetzt, Scharia, als Gesetzgebung angenommen haben. Wir haben eine Demokratie, aber wir sagen in unserer Muttersprache eine Demokratie, weil Demokratie ist Volksrepräsentation. Man nennt es Election. Aber was wir oft erleben, ist Selection. Aber das beiseite. Plötzlich kommen die Arabisierung, wenn man die Landkarte Nigeria sieht, von dem Norden. Die christlichen Gruppen und die afrikanischen Religionen sind in dem Süden. Jetzt gibt es eine gewisse Konflikt zwischen zwei Kulturen. Was nicht notwendig ist, was nicht sein muss und in Wirklichkeit, was nur politisch genutzt und verwendet wird, weil interkultureller Dialog ist möglich. Interkultureller und interreligiöser Dialog und Zusammenleben ist möglich. Nigeria, 350 Sprachen in einer Nation, 400 ethnische Gruppen in einer Nation. Und meine Muttersprache ist Igbo. Aber in der Igbo-Sprache haben wir mindestens 100 Dialekte. So man könnte dann die Franken verstehen, wenn sie sagen, sie gehören zwar zu Bayern, sind aber nicht Bayer. Also da sind wir alle zusammen. Was uns alle vielleicht ähnlich ist, wir sind alle schwarz, mindestens politisch. So wie ich auch. Also Sie sehen, interkulturell Zusammenleben ist möglich und das ist die Aufgabe der Kirche, den Menschen von heute, die politischen Institutionen, uns nicht in einer sogenannten Antinomie, einen Konflikt der Religionen, einen Konflikt der Kulturen, einen Konflikt der ethnischen Gruppen, nein, sondern there is beauty in difference. Es ist schön, wenn wir bunt sind. We are all different. Das Buch vom Erzbischof von Ghana, Erzbischof Sapong, neulich herausgekommen. We are all different. Christian, Muslim, African religion, and we can all live together. Problem ist nur die Instrumentalisierung der Religion für politische Zwecke, meines Erachtens. So, das war jetzt ein langer Vortrag von Herrn Prelat Ike. Aber Sie spüren, er kann sehr lebendig erzählen, er hat perfekt Deutsch gelernt, er kennt sogar die Eigenheiten der verschiedenen Regionen in Deutschland, bis in kleinste Details in Bayern hinein. Sie haben gesagt, die katholische Kirche hat hier eine wichtige Rolle im interkulturellen Dialog, im interreligiösen Dialog. Sie selbst sind in verschiedenen Dialogkommissionen, Sie arbeiten mit Muslimen zusammen und habe ich richtig herausgehört, dass Sie dort auch gute Erfahrungen gemacht haben mit diesem Dialog? Ganz kurz noch dazu. Dialog ist nicht nur möglich, Dialog ist eine Pflicht. Die Menschwerdung Jesu Christi, Incarnatio, ist die Grundlage für einen Dialog. Gott-Mensch, der sich gegenwärtig macht in einer konkreten Form, damit wir, und das ist die frohe Botschaft, eine Welt, die so fern ist, wird durch Emmanuel, Gott mit uns, ermöglicht.
Es gibt Schwierigkeiten im Dialog zwischen einem Blinden und einem Tauben. Einer sieht nicht, der andere hört nicht und die machen ein Gespräch. Zwischen einem Sunni und einem Schiit. Das sind die Schwierigkeiten und ich kann so viel erzählen. Aber eine ganze Menge erreicht haben wir. Wir haben nicht über Jesus Christus begonnen, wir haben über HIV und AIDS begonnen. Wir haben zum Beispiel, wo UNO, United Nations Population Fund, Nigerianer gesagt haben, ein Mann, Frau, zwei Kinder, haben Christen und Muslims gesessen und gesagt, hör mal, die wollen uns reduzieren. Man nimmt unsere Sprache weg und jetzt dürfen wir auch keine Kinder haben. Wir haben gemeinsam gearbeitet pro Leben, für das Leben. Das war Christen und Muslims. Da haben wir andere Grenzfragen. Wasser fließt nicht, Strom fließt nicht. Wie können wir das machen? Wie können wir beitragen zu einer Entwicklung von unserem Land? Und wenn Suppe heiß ist, isst man das nicht in die Mitte. Man geht immer an der Seite vom Teller und dann wird es immer wärmer bis dann in die Mitte, dann gibt es keine Suppe mehr. Eingreifen in die Mitte, dann gibt es Feuer. So, christlicher, muslimischer Dialog ist am Rande, langsam aber sicher. Und da kann ich sagen, es gibt so viel Erfolge. Vielen Dank für diese sehr klaren Worte. Weitere Informationen, wie Sie notleidenden und verfolgten Menschen helfen können, erhalten Sie unter folgenden Telefonnummern.